Baerbock hat auf einer offiziellen Konferenz eine richtig spektakuläre Aussage gemacht. Sie sagte, dass die Sanktionen gegen Russland nicht den Krieg verhindern sollten und sie hat außerdem endlich zugegeben, dass die Sanktionen unser Deutschland ruinieren. Wow, alle Details in diesem Video. Bevor wir loslegen, noch ein ganz kurzes Update. Kurz nachdem ich dieses Video hochgeladen habe, wurde mir das Video wegen Urheberrecht zensiert. Ich darf diese Szenen aus der Konferenz nicht zeigen. Warum das wohl ist, das kann sich jeder von euch selbst denken. Und deswegen werde ich jetzt Folgendes machen. Ich werde die Szenen, die ich euch eigentlich zeigen wollte vom Baerbock, jetzt nicht mehr zeigen, sondern ich werde sie wortwörtlich zitieren, was sie gesagt hat. Diese Szenen habe ich jetzt im Nachhinein ins Video eingefügt. Außerdem werde ich dieses einstündige Originalvideo von Baerbock unter dem Video verlinken, sodass ihr es euch später anschauen könnt. Aber schaut es euch bitte erst an, wenn ihr mein Video komplett angeschaut habt. So viel vorweg, dann starten wir jetzt direkt mit dem Video durch. Das Wall Street Journal hat letzte Woche eine Konferenz veranstaltet mit den Themen Ukraine, westliche Hilfen, Sanktionen und so weiter. Und dabei war Baerbock in einer Gesprächsrunde mit einem britischen Politiker und mit einem amerikanischen Politiker. Und wie immer glänzte Baerbock mit ihrem perfekten Englisch, welches sie ja an der englischen Elite-Universität perfektionieren konnte. Wobei es ja einige Stimmen gibt, die sagen, dass dieses Studium von Baerbock frei erfunden ist. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Kommen wir also zu dieser Ukraine-Konferenz und zu den krassen Aussagen und zu diesen richtig spektakulären Augenöffnern von Baerbock. Starten wir direkt mal mit dem ersten Ausschnitt und ich übersetze dann. Im ersten Ausschnitt sagte Baerbock Folgendes. Nobody from us, when we started with the sanction, believed that this sanction package would stop the invasion. Wow. But sanctions are important. We are showing to the world that the breach of fundamental law is seen in the world and it is being sanctioned. Alter Schwede. Das müsst ihr euch echt mal auf der Zunge zergehen lassen. Baerbock sagt hier ganz klar, dass alle von ihnen wussten, also dass alle Politiker wussten, dass die Sanktionspakete diesen Krieg und diese Invasion nicht stoppen würden. Bitte was? Ich dachte immer, die Sanktionen sind genau dafür gedacht. Die Sanktionen sollen die Wirtschaft von Russland zerstören und damit Putin zum Aufgehen zwingen. Zumindest haben das ja immer alle unsere Politiker behauptet und damit die Sanktionen gerechtfertigt. Hier, ich zeige euch mal eine Rede von Bundeskanzler Scholz von vor 2 Jahren direkt im Bundestag. Machen wir uns nichts vor. Putin wird seinen Kurs nicht über Nacht ändern. Doch schon sehr bald wird die russische Führung spüren, welch hohen Preis sie bezahlt. Allein in der letzten Woche haben russische Börsenwerte um über 30% nachgegeben. Das zeigt, unsere Sanktionen wirken. Also, da habt ihr es. Olaf Scholz sagt, dass Putin seinen Kurs durch die Sanktionen bald ändern wird. Zwar nicht über Nacht, aber bald. Die Sanktionen wirken und die russische Börse stürzt bereits ab. Also, Kanzler Scholz sagt hier eindeutig, dass die Sanktionen dafür da sind, dass Putin seinen Kurs ändert, also den Krieg beendet. Und jetzt kommt plötzlich Außenministerin Baerbock daher und sagt, dass alle wussten, dass die Sanktionspakete den Krieg eben nicht stoppen würden. Also was ist das denn bitte schön für eine krasse Aussage? Wenn die Sanktionen den Krieg eben nicht stoppen, warum machen wir die denn? Naja, unsere Außenministerin Baerbock gibt auch darauf gleich die Antwort. Sie sagt nämlich, wir machen das aus moralischen Gründen, sodass die ganze Welt sieht, dass wir diesen Krieg nicht gutheißen. Boah, also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber mir sind diese Moralappelle unserer Politiker vollkommen egal. Was mir aber nicht egal ist, das ist unsere eigene Wirtschaft, die durch die Sanktionen hier komplett abgeschmiert ist. Und genau das
hat Baerbock jetzt auch endlich mal offiziell zugegeben. Sie sagte es direkt hier auf diesem Kongress. Schaut es euch mal an und schaut euch vor allem die ganz lange Denkpause von Baerbock an, weil sie weiß, dass sie gleich etwas richtig Krasses und Wichtiges sagen wird. Und damit hat sie recht. Schaut euch das mal an. Im zweiten Abschnitt sagte Baerbock dann, we have 13 sanction package passed. And when you run down your own economies, political voters will say they did not do great in the past, next time we vote for somebody else. Wow, also sie sagt hier wirklich sprichwörtlich sanctions when you run down your economy. Und auf Deutsch heißt das so viel Sanktionen, durch die man seine eigene Wirtschaft runterfährt. Also nicht die russische Wirtschaft, sondern die eigene. Und auch nicht nur die eigene Wirtschaft ein bisschen ankratzt, sondern die eigene Wirtschaft runterfährt. Frau Baerbock gibt hier offiziell zu, dass wir durch die Sanktionen unsere eigene Wirtschaft runtergefahren haben. Und außerdem merkt sie an, dass die Bevölkerung genau das gesehen hat und deswegen bei der nächsten Wahl andere Politiker wählen wird. Also offenbar weiß Frau Baerbock hier ganz genau, dass ihre Tage als Modepüppchen im Außenamt gezählt sind und es eine Revolution bei der Wahl 2025 geben wird. Und die große Frage, die ich habe, lautet wie folgt. Wenn Frau Baerbock jetzt offiziell zugibt, dass die Ampel mit den Sanktionen unsere Wirtschaft runtergefahren hat, wird sie dann die Sanktionen auch wieder aufheben, um die Wirtschaft wieder nach oben zu fahren? Oder wird sie für das Zerstören unserer Wirtschaft sogar die Verantwortung übernehmen? Also ich bin hier sehr gespannt, welche Aussagen da noch folgen werden und welches Medienecho heute und morgen auf diese Antworten zu hören ist. Und deswegen kommen wir jetzt direkt mal zur nächsten krassen Aussage von Baerbock, wo sie mal wieder ihre komplette Kompetenz als Völkerrechtlerin und als Außenministerin durchblitzen lässt. Schaut euch mal diesen Ausschnitt an. Im dritten Ausschnitt sagte Baerbock, unfortunately, it will take time with the effects of the sanctions, especially with the charge of the International Crime Court. One day they will be held responsible for that. Also Baerbock sagt hier allen Ernstes, dass die Wirkungen der Sanktionen leider lange auf sich warten lassen, aber eines Tages wird Russland zur Verantwortung gezogen und als Beispiel nennt sie hier den Internationalen Gerichtshof. Und damit spielt Baerbock auf die Tatsache an, dass beim Internationalen Gerichtshof ja ein Haftbefehl gegen Putin vorliegt. Und als ich das hörte, da musste ich erstmal laut loslachen, weil der internationale Haftbefehl gegen Putin ist vollkommen nutzlos und Putin wischt sich damit den Hintern ab. Weil Russland ist eben kein Mitglied im Internationalen Gerichtshof und hat nichts unterzeichnet und deswegen gilt dieser Haftbefehl in Russland nicht. Genauso wenig wie die USA oder China Mitglied beim Gerichtshof sind. Die ganzen großen Staaten, die haben nämlich keinen Bock, ja, sich vor anderen Ländern zu rechtfertigen und von anderen Ländern verurteilt zu werden. Und deswegen ignorieren die alle den Internationalen Gerichtshof. Und deswegen ist es halt vollkommen schwachsinnig, dass Baerbock ja, das Thema, den Internationalen Gerichtshof, nennt und sagt, dass Putin sich früher oder später vom Internationalen Gerichtshof rechtfertigen muss und zur Rechenschaft gezogen wird. Und dann sagen, nein, Frau Baerbock, das wird niemals im Leben passieren. Niemals nie. Aber wenn das jetzt Ihre einzige Hoffnung ist, dann ist Deutschland echt verloren. Musst man überlegen, Baerbock setzt hier ihre ganze Hoffnung auf Sanktionen, von denen sie ja selber sagt, dass sie nicht funktionieren und sie setzt ihre Hoffnung auf den Internationalen Gerichtshof, der überhaupt nicht für Putin zuständig ist. Ihr seht also, Baerbock redet auf dieser Konferenz wieder mal nur Dünnes und da muss man sich als Deutscher wirklich fremdschämen. Aber
Immerhin hat sie endlich zugegeben, dass die Sanktionen unser Deutschland ruinieren und dass die Sanktionen niemals dafür gedacht waren, den Krieg zu stoppen. Und damit spricht Baerbock endlich die brutale Wahrheit aus. Und deswegen teilt dieses Video bitte auf allen sozialen Medien, dass wirklich jeder auch jetzt diese brutale Wahrheit sieht und das wirklich bis beim Letzten in Deutschland ankommt und dann 2025 komplett anders gewählt wird.